Herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon White im fünften Part jetzt hier. Ja, im letzten Part haben wir was getan? Wir sind über Route 3. Wir gucken einfach auf der Karte nach. Wir haben ja eine Karte. Hoffe ich doch. Ja, wir haben eine Karte, genau. Okay, wir sind auf Route 2 gewesen, genau. Sind jetzt hier in Orion City, in der Stadt, in der man den allerersten Orden holen kann. Und wir haben natürlich schon ein paar Trainer geklatscht auf dem Weg hierher. Okay, also was werden wir in diesem Part tun? Wahrscheinlich mal die Arena in Anspruch nehmen. Aber bevor wir das tun, müssen wir in dieses Gebäude hier, denn das ist die Trainerschule. Und wer wartet in der Trainerschule auf uns? Natürlich Jaren, war ja klar. Und den werden wir jetzt erstmal ansprechen, damit er mit uns kämpft. Bla bla bla, ich müsste herausfinden, wie wichtig der Einsatz von Items im Kampf ist. Ja, das ist so abfuckend einfach nur, weil er jetzt anfängt, Items im Kampf einzusetzen. Sowas wie Trank und wie eine Beere und was weiß ich nicht alles und schlag mich tot. Und, er fängt mit dem Starter an. Okay, shit, das ist wie Kanglut. Fuck. Okay, das wird jetzt unschön. Silberblick. Ich hoffe aber, dass das Vieh mich jetzt mit Glut nicht killt. Was es nicht tut, da der Spezialangriff von einem Floink nicht so hoch am Anfang eigentlich ist. Es kommt eigentlich immer erst so ab zweiter Entwicklung und ab erster Entwicklung und sowas. Okay. Wir sind noch nicht verbrannt, finde ich gut. Oh, jetzt hat das Vieh eine Sinelbeere. Und natürlich füllt die auch so viel KP auf, ey. Komm schon. Jetzt aber, stirb. Stirb, Floink. Nein. Zappyboy, nein. Naja, wir haben ja noch was anderes hier. Ich hoffe, der setzt jetzt keinen Trank ein. Ich schwör's euch, ich flipp aus. Setzt Glut ein, komm schon, überlebe. Ja, nein, es brennt, es macht weniger Schaden. Nein. Ach du Dreckvieh. Scheiß Floink. Hasse dich. Och Mann. Muss er es echt noch schaffen, mich zu verbrennen, ey. Ja, genau. Jetzt ein Volltreffer. Ne, genau. Okay, wir haben verkackt. Shit. Es ist wie bei dem ersten Mal, wo ich Black durchgespielt habe. Ich habe es einfach nicht geschafft, diesen Spasti hier zu besiegen. Es ist... Ja, noch ein Volltreffer, genau. Ja, wir haben's ja. Nimm meine 80 Poké-Dollar. Meine Fresse, das gibt's ja nicht. Au, das war mein Knie. Scheißendreck. Gut, dann habe ich eine andere Idee, was wir machen. Ja. Okay, ich bin... ein klein wenig müde. Tränke, ich kaufe mal einen Trank noch. Das sollte reichen. Oh, scheiß Schnupfen. Gut, dann begeben wir uns hier nach rechts erstmal. Nein, das war jetzt nicht rechts gemeint, sondern einfach nur nach rechts an. Und hier treffen wir eine Trainerin. Ja, ich trainiere hier mit meinem Team. Was ist jetzt von einem kleinen Kampftraining? Halte ich nicht viel davon, dankeschön. Okay, sehr... Oh nein. Nein. Jedes Pokémon, aber nicht Felilu. Warum Felilu? Verschwinde. Rankenhieb. Aber hier können wir jetzt zumindest mal wieder Rankenhieb einsetzen. Nicht wie bei Floyd. Wow, Kratze. Ist noch nicht mal ein Step-Move, weil du hier ja kein Normal-Pokémon bist, sondern vom Typ Unlicht. Obwohl du eher nach einem Normal-Pokémon aussiehst. Naja, egal, was soll's. Gabriel mit dem haben sich schon ihr eigenes Team dabei gedacht. Tackle und Down. Müde. Noch ein Felilu. Oh Mann. Als ob ich die Viecher nicht schon genug hasse. Hier, stehe bei meinem Rankenhieb. Schluck meine riesige Ranke. Okay, das klang jetzt ein bisschen. Ja, hier ist schon. Noch Heulert, nein. Ich brauche jetzt gerade mein Tempo. Okay, Rankenhieb, dann muss man das ganze Zeug von alleine machen. Ah.
Ekelhaft. Okay, komm schon, töte es. Komm schon. Ja, down, geht er. Und Level 11 für Serpifolk. Perfekt. Keine neue Attacke, gut. Na gut, sie hat auch erst Wickel gelernt. Muss ich mitbedenken. So, dann rennen wir weiter und da ist noch ein Trainer. Wer hätte es gedacht? Ist ja nicht so, als hätte ich das nicht gewusst, ne? Was hast du für Pokémon? Felilu, 3 Stück? Ich hoffe nicht. Wow, er hat mein anderes Lieblings-Pokémon, ein Nagelotz. Ich weiß nicht, ich kann mit dem Vieh nicht so viel anfangen. Ich meine, ist schon chillig, das Vieh. Ich meine, guckt es euch an. Es hat so eine Maske auf, wie Robin von Batman. Und, hat so einen schönen Biberzahn, aber trotzdem. Seine Entwicklung ist voll hässlich irgendwie. Ich raste noch aus mit diesem Schnupfen. Dann habe ich jetzt, wenn es bei uns mal wieder 16, 20 Grad wird. Ja, es ist wirklich so, dass bei uns 20 Grad war gestern. Wieso kriege ich da einen Schnupfen? Ist doch krank. Ja, ich bin krank, genau. Trotzdem ist es krank. Meine Fresse. So, jetzt holen wir erstmal Jorklef in den Kampf. Nagelotz. Ja, Silberblick. Nagelotz wird uns ja wohl nicht töten, oder? Boah, wir haben überlebt, cool. Dann kann ich jetzt noch Serpifeu heilen und dann, oh, geil. Dann hat das Vieh jetzt einen Defense-Drop von 1 und wir können Serpifeu heilen. Okay. So. Und ja, komm, jetzt machst du noch Silberblick. Okay, okay, okay. Versuchen wir nochmal einen Silberblick zu machen. Vielleicht macht es nochmal Silberblick. Nein, es war nur ein. War ja klar. War ja klar. Okay. Grüne Ganja-Bitch. Ab in den Kampf mit dir. Okay, du bist keine Bitch. Du bist ein Bitcher. Du bist männlich. Lustig. Nicht schlecht. Ja, ey. Was ist los? Warum machen die alle Volltreffer heute gegen mich? Gibt's ja nicht. Gibt's ja gar nicht. Und wir erreichen Level 12, sehr schön. Okay, wieder keine neue Attacke und Jorklef, okay. Oh, ich habe noch eine Bananenschale auf dem Tisch. Ah, mich juckt. Ah, genau. Ich wollte mir ja zum Frühstück heute eine Banane mitnehmen auf die Arbeit. Oder auch zwei. Die schmecken einfach nur geil. Ich schwör's euch. Chiquita-Bananen. Wenn die noch so leicht grün sind oben, sind die besten Bananen, die es überhaupt gibt. Chillige Bananen. Ich mag Bananen. Schmecken voll lecker. Aber so Bananensaft oder sonst irgendwas mit Bananen, außerhalb normalen Bananen, kann ich irgendwie nicht essen. Da krieg ich's kotzen. Das ist echt komisch. Moment kurz, ich brauche was zum Werfen. Scheiße, jetzt ist mein... Ja, jetzt ist mein SD-Kartenleser auf dem Schrank. Egal. Okay, von diesem Typen hier bekommen wir jetzt ein Pokémon. Und zwar ein Sodamak. Und... Ich erkläre gleich dazu, wie das auf sich, was es auf sich hat, welches Pokémon da bekommt, man da bekommt. Ja, wir geben ihm mal einen Spitznamen. Nein, wir geben ihm keinen. Bla bla bla. So, dann zeig's. Ich hab gerade einen fahren lassen. So, Bericht. Lol, froh. Ist ja chillig, aber einem Sodamak bringt das leider nichts. Können wir irgendwie die Screens tauschen? Fuck, Leute, ich habe gerade gecheckt, dass wir hier Pause gedrückt hatten. Fuck. Holy shit. Ja, ich habe alle Tasten durchgedrückt, um den Bildschirm zu switchen. Dann habe ich wohl irgendwie bei einer F-Taste auf Pause gedrückt. Scheiße. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich genau aufgehört habe. Naja, gut. Wir sind bei 9 Minuten. Soll ich es nochmal wagen? Wir sind jetzt Level 12. Und haben... Oh, wir haben Sodamak. Perfekt, ich hole das Vieh jetzt mal nach vorne. Dann kann ich Charons scheiß Flank kaputt machen und ich flipp hier gleich aus, ey. Scheiß Vogel. Wenn ich verdammt wieder Hardcore aufnehme, wenn ich hier allein zu Hause bin, kommen die scheiß Viecher in die Küche, ich schwör's euch. Naja, komm, kämpf einfach mit mir, Charon. Und ich weiß nicht, die Kampfmusik ist schon chillig, aber... Für die Rivalen hier, also für Belle und Charon, hätten sie sich eine bessere ausdenken können, ganz ehrlich. Okay, er setzt Floink ein, war ja klar. Level 8. Das wird keine Chance haben. Okay, so, Sodamak, was hast du für Attacken drauf? Oh ja, das Vieh kann Aquaknarre und wir sind schneller. Was ja auch nicht wirklich schwer ist, da Floink nicht so eine gute Initiative hat. Ja, verbraucht deine Beere, komm, genau.
Botenschlag. Oh, Botenschlag, jetzt habe ich aber Angst. Weil du mich mit einem Tackle auch besiegen kannst. Ach, hör auf zu babbeln. Okay, Aquaknarre. Ja, klar, überlebt doch. Ja, Volltreffer! Übertreib doch. Ey, wie viele Volltreffer ich hier schon kassiert habe heute. In dem Part. Das ist krank. Hier, Fedilu, das ist kein Ding. Da können wir jetzt... Nein, nicht Jörgler, sondern Seppi verleihen. Okay. Mein Hass-Pokémon darf natürlich meinen Starter killen. Ist ja klar. So. Hör auf zu reden. Ich schwör's, sonst bring ich dich um. Okay. Ja, dreimal Rattenhieb dürfte reichen. Eins, zwei, kommen! Oh, kein Volltreffer. Hätte ja auch mal nicht das Glück sein können, dass ich mal einen Volltreffer krieg, ne? Nö, wieso denn auch? Okay, Rattenhieb, Batz. So. Trainer Charon wurde besiegt, endlich, geht doch. Warum nicht gleich so? Ja, ein paar Sinelbeeren haben wir jetzt auch bekommen. Ist ganz chillig, die muss ich... Mich ehrlich sagen, habe ich auch schon öfters benutzt im Spiel. Ich flipp gleich aus, Vogel. Halt's Maul! Alter! Scheißvieh! Gut, damit beenden wir jetzt den stylischen Part hier mit einem Wurf an die Badewanne meiner Vögel. Tut mir leid, dass ich einfach mal Pause gemacht habe mit dem Video. Weil nicht gewollt. Ja, wir sehen uns im nächsten Part. Der heute Abend gedreht wird wahrscheinlich und dann irgendwann in geraumer Zeit noch hochgeladen wird. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.